Hallo und herzlich willkommen zurück bei Return. Wir stehen hier in der Ecke mit unserer glitzernden Celine. Wir befinden uns derzeit wieder in den überwucherten Ruinen, weil wir nicht den richtigen Schlüssel gefunden haben. Haus. Das ist bestimmt Zwischensequenz. Das Licht ist an im Haus. Gehen gleich mal hin. Wieder ein bisschen Story weitergehen. Okay, das Licht ist an, wir können rein. Schon wieder offen. Haus betreten. Nebel im Haus? Wieso ist hier Nebel im Haus? Dringt ein. Bin ich nicht die Einzige, die hier reinkommt? Boah, wir haben Spiegelbild. Guck mal. Ist mir das schon mal aufgefallen? Oh, sehr viele Pillen. Oh Gott. Okay, Bücher. Was haben wir hier? Was zum Lesen? Und ließ die Vergeltung brüllend durch einen Sog aus totem Sternenstaub schießen, genau wie der Nebel vorhergesagt hatte, der aus dem klaffenden Maul der Begräbnisurne waberte. Zum ersten Mal seit dem tödlichen Absturz fühlte Thalie sich lebendig. Sie verbrennen zu Asche, sagte sie abweisend und mit fremder Stimme und spürte, wie sich das Schott hallend gegen ihren Schultern drückte, während ein weiterer Gott im Krematorium des Motors in Rauch aufging. Du wirst ihn nicht zurückbekommen. Götter und Titanen, Asche auf Asche. Mein Schiff stirbt, genau wie ich. Aber du kannst ihn nicht retten. Sie sind alle hinter Türen gefangen, die fester verschlossen sind, als Tartarus tief war. Zorn, Hass, Machtlosigkeit. Sie spürte sie alle wie unberechenbare heiße Winde ihres öden Heimatlands. Sie überkamen die ungesehenen Blicke des Astronauten. Er wusste, sie hatte gewonnen. Thalie erwachte erneut, diesmal in einer Blutlache, die zum Großteil nicht von ihr stammt. Diesmal in ihrer Zeit, verdammt sein Vergangenheit und Zukunft. Sie lässt sich zu Boden sinken und sieht den Flur hinab. Der Astronaut ist fort, bestimmt unterwegs zu einem weiteren vergeblichen Versuch, die Subsysteme des Autopiloten zu durchbrechen. Sie war durchaus beeindruckend von seiner Hartnäckigkeit, die ihrer eigenen ähnelte. Ihr Raumschiff wird abstürzen, das ist unvermeidbar. Der Sinkflug ist vorhersehbar. Die Mathematik dahinter wie eine widerliche Prophezeiung. Doch es gibt noch ein Aber, falls sie die Worte mit Hilfe eines Orakels anders interpretiert. Inmitten der Zerstörung, die aus dem Loch in der Höhle der Vergeltung gekrochen kam, findet Thalie Acheron in der Mitte. Ihre Mitte. Das Blut, das durch den Stoff ihrer Hose sickert, fließt in ihren Venen. Ihr Herz schlägt vom Adrenalinrausch schneller und ihre Finger malen unbewusst Muster in den Äther. Was zerstört, erschafft jetzt. In einer Welt ohne Ende und Anfang kann es keine Paradoxe geben. In meinem Reich ist alles erlaubt. Im Astral dreht sie den von Bedauern zerfressenen Schlüssel im Schloss. Die Tür öffnet sich, Trost, kehrt nun zurück in den Korridor, wo sie den Astronauten zum schattenfleckigen Tor verfolgte. Beim letzten Mal hat sie die Barriere von sich gestoßen, aber diesmal muss sie sie einlassen. Mutters Zorn, erloschenes Feuer, ich versiegele alle, Ruhm. Entzünde die Sonne neu, ruft Thalie, Stille. Ruhm, die donnernde Stimme des Orakels 10 Millionen Flüstergeräusche vereint zu einer unbeugsamen Energie der Ewigkeit. Das Sonnengesicht Totem dunstet aus Thalies zweitem Gesicht. Verlustschmerz ergreift kraftlos ihre Seele und verschwindet. Wir müssen vergessen, um es zu erinnern. Wir müssen gehen, um zurückzukehren. Wir müssen sterben, um zu leben. Und das Tor schimmert bis zur Transparenz und öffnet den Sterblichen die erste Passage seit zahllosen Jahrtausenden. Thalie steigt die Pythas, Allerheiligste, hinab. Jeder Schritt, das Gewicht der Ewigkeit. Ihr Name flüstert. Sie findet den Thron, erleuchtet von einem einzelnen Strahlen goldenen Lichts. Sie setzt sich, zwingt sich, für den kurzen Moment zum Orakel zu werden, den es braucht, die Welt aufzulösen.
auf dass die Vergeltung ungehindert passieren, obschon der Preis dafür hoch ist wahrscheinlich. So, folgendes. Ich glaube irgendwie, dass dieser Buchausschnitt zu dem passt, was wir in der verlassenen, zerfallenen Zitadelle, wir können hier nicht weiter, was uns da erwartet. Weil ich glaube, dass der letzte, man kann hier rein, soll man erstmal hochgehen. Nee, wir sollen nicht hoch. Wir sollen hier rein. Wir sollen Klavier spielen. Call of the Void. Hä, soll das Cthulhu sein? Also auch, ist es wahrscheinlich nicht. Das sieht aber auch, wer stellt sich sowas in die Wohnung? Okay, interessante Bücher. Oh, da oben ist der Astronaut. Wie kann ein Astronaut nur so gruselig sein? Kann man hier schon rausgucken? Fenster sind verhangen. Okay, dann spielen wir. Was ist das alles? Ja, das haben wir schon mal geträumt, aber hier ist auch so ein Tentakelvieh. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Ich würde auch total nah dran gehen. Wach auf! Hä? Thea, ist das unsere Tochter? Haben wir eine Tochter? Doch, wir haben da eine Tochter, oder? Hä? Oh Gott, wie gruselig ist das denn? Gott. Tia. Okay, dürfen wir nicht weiter. Wir müssen, glaube ich, raus. Oh Gott, diese verzerrte Stimme. Also die war jetzt. Jetzt. Was können wir jetzt machen? Wartet auf mich. Wie der Astronaut. Wenn wir auf den großen Erfolg des ersten primitiven, tragischen Autounfalls im Okanogan-Wenatchee-Nationalpark Mondlandung. Eine Trennung ist unmöglich. Obwohl den Behörden die Identifizierung und Bedeutung der Mission an sich von den Auswirkungen und zu sein, da der Straßenzustand optimal ist. Das Fahrzeug durchbrach die Leitplanke und stürzt bezeugten Welt in den See. Die Fahrerin Thea, das kollektive und bewusste Verständnis, litt schwerwiegende Wirbelsäulenschäden. Oh. Ihre Tochter blieb wie durch ein Wunder des Platzes der Menschheit auf Erden. Ist und damit auch das Universum. Beginnend mit dem Moment, als wir endlich einen anderen Himmelskörper betraten. Überlebte unverletzt. Ach du Scheiße. Das ist doch... Das sind auf jeden Fall... Oh Gott, der wartet da. Also sie war unsere Mutter und wir sind anscheinend mit dem Auto. Was willst du? Wir können weiter. Können wir wieder hoch? Ich glaube, hoch soll man nicht. Wir gehen mal runter. In den Keller. Und niemand will in den Keller. Und niemand will ins Licht gehen. Oder? Ich hab doch gesagt! Oh nein! Das
war zu kurz. Was soll das? Oh Mann, ey. Okay, also wir hatten einen Autounfall. Unsere Mutter hat schwere Verletzungen an der Wirbelsäule und sie heißt Thea. Und wir sind wahrscheinlich die Tochter, die überlebt hat. Wurden wir von einem Astronauten gerettet? Aber was hat das denn hier alles zu tun? Was ist das mit diesem Buch, was wir immer lesen? Ich meine, das, was wir da lesen, das ist ja klar, das ist ja an sich unsere Geschichte, weil da wiederholt sich auch immer ständig alles und sowas. Also ich hoffe jetzt, dass ich das richtig gedeutet habe. Was ist denn hier los? Bereichssperrung aktiviert. Wollen die mich jetzt schon drauf vorbereiten? Oh, so einer. Oh. Okay, obwohl, jetzt können wir eigentlich... Oh, der hält auch viel aus. Ein bisschen ungeil, ich weiß nicht, los. Nein. Habe ich ihn jetzt gekriegt oder nicht? Okay. Ein paar sind hier noch. Sehr schön. So, gucken wir erstmal, was wir hier gekriegt haben. Sprungexplosion. Ja, nehmen wir mal. Gut, wir können das da benutzen. Oh. Sehr hoch. Nee, lieber nicht. Harz vielleicht? Ja, Harz. Sehr schön. Harz vielleicht? Okay, da können wir reinfallen. Oh, nein, warte mal. Gucken, ob ich da vielleicht auch irgendwie anders hochkomme. Nee, scheinbar müssen wir uns da hochtentakeln lassen. Oh, da ist auch das Tor. Harz? Gut, nun gut. Da ist jetzt das andere Zeug. Wie kommen wir denn da jetzt hin? Nehmen uns mal bitte nochmal mit. Achso, okay. Okay. Oh, hier haben wir einen Megawand. So, was haben wir denn hier Schönes? No. So. Wisst ihr, was wir schon lange nicht mehr hatten? So ein, ich weiß nicht mehr, was ich sagen will. Irgendwas hat man schon lange nicht mehr. Ein Datenfragment. Wir nehmen es mal mit. Ich glaube zwar nicht, dass wir es bis zu seinem Zielpunkt bringen werden, aber ja, genau hier, die mit den glühenden Augen hat man schon lange nicht mehr. Wie geht es zum Signal des weißen Schattens in der Zitadelle? Mit dieser Technologie kann ich es erreichen. Oh. Ja, genau. Aber ich lasse mal das hier. Sie sagt doch, wir sind denen deren Gott. Oh, das ist neu.
Was Neues? Was haben wir denn hier? Faultrüsenlopper? Nee, das will ich aber nicht. Geht die wieder her. Faultrüsenlopper, nein. Und wer ist mit nein? Wir haben jetzt wieder unsere normale, oder? Ja. Ach, wir können es überall hin. Wir können es dahin. Okay. Ich würde gerne mal hier hingucken, ob wir uns was Neues leisten können, damit wir das direkt mit in die neue Welt nehmen können. So, gehen wir mal gucken. Gehen wir mal einkaufen. So. Eine enorme... Geschosse, schon sehr cool. Warte mal, wir können erstmal hier gucken, wenn das über 300 ist. Sehr gut, das kann man sich nicht leisten. Eine enorme Menge an Waffenleistung, das ist halt schon sehr cool. Ich glaube, wir nehmen das. So enorm war das gar nicht. Voll Schiss. Das sind ja gerade mal 3. Eine enorme Menge sind 2 oder so für mich. Gut, wir gehen dann mal hier hin. Ich will nur noch mal ganz kurz gucken, wo das eventuell hinführen würde, wenn wir jetzt weitergehen würden. Das ist nur ein Zwischenkorridor. Ja. Oh. Nein, wir haben keinen Schlüssel. Verdammt. Ach nö, kein Bock. Wir gehen zum Tor. Noch hier irgendwas mitnehmen vielleicht. Sprungexplosion. Immer noch so eine Sprungexplosion mit so. Ich weiß nicht, soll man das da oben mal aufmachen? Nee, ist immer noch sehr hoch. Lieber nicht. Okay, dann machen wir, können wir endlich mal das hier benutzen. Oh, Zitadelle. Das erklärt jetzt natürlich auch, warum wir jetzt da hinkommen. Okay. Auf Wiedersehen, überwucherte Ruinen. Okay. Überwucherte Ruinen, überwucherte Typen. Ach, guck an. Wir sind auch hier gestorben. Ah, ich verstehe. Jetzt kommen wir da durch. Aha. Ja, jetzt sind wir hier hinten. Ah, okay. Alles klar. Jetzt geht nämlich das Tor hier auf, gell? Ja. Das ist aber eine echt coole Zitadelle gebastelt hier, muss man schon sagen. So, mal gucken, jetzt haben wir 3, vielleicht 6 oder so, maximal 5. 9? Okay. Oh, das ist ein bisschen kaputt hier. Das ist ein bisschen kaputt.
Ah, man könnte auch schneller gehen. Wahrscheinlich müsste ich das auch machen, weil... Oh. Oh. Die treten vollkommen frei. Wow. Was für eine Kacke. Okay, fängt das hier immer so an? Okay, gut. Scheinbar kommen wir irgendwann von da hier wieder rüber, oder? Dann können wir irgendwann mal ein anderes Tor benutzen. Vielleicht vorne das beim Schiff, was die ganze Zeit nicht aufgegangen ist. Hä, was ist das denn? Hä? Was ist denn hier los? Kein Kampf, Hä? Hä? Ist doch gar nichts. Ich will weiß nicht, wieso, was ist hier? Kriegen hier extra neue Waffen. Und die ist aber langsam. Aber hier fehlt doch was. Guck mal. Wo hängt denn das? Ich kann jetzt gar nicht aufsammeln, was hier drin ist. Oh nein. Okay, wir durften uns jetzt aufladen. Dankeschön. Ach, sonst hab ich mal was gemacht jetzt. Okay, dann gehen wir mal los. Wir machen das hier wieder, aber das kennen wir ja schon. Ja, genau, ihr habt voll den Fehler begangen. Großes Harz wäre cool. Ah, ein Slot ist auch okay. Ist aber neu hier. Das setzen wir nicht. Kann ich eigentlich hier? Ja, hier kann ich durch. Was haben wir hier? Verdorbenes Harz. Fügt stattdessen Schaden zu. Ah, okay. Hat funktioniert. Oh, eins sind viele, gell? Oh! Oh! Müssen wir uns aber auch beeilen ein bisschen. Was ist das denn? Oh! Nein! Oh, was ist denn hier los? Ach Gottchen. Ach Gottchen. Wir müssen erstmal wieder runterfallen. Boah. Ach du heilige Scheiße. Das ist ja mal schwer. Gott. Das ist ja krass schwer. Ja. Ne? Das wird ein Brocken, würde ich mal sagen. Auch wo wir uns das aufgepowert haben, das hat irgendwie nichts gebracht. Also können wir auch direkt ins Tor dann rennen. Ich würde sagen,
Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir gehen nochmal raus und gucken mal hier, ob hier irgendwas abgeht. Weil ich glaube nämlich, wenn wir das dann irgendwann geschafft haben mit dieser Zitadelle, wenn das mal soweit sein soll, irgendwann, dann können wir bestimmt da oben direkt rein. Wir kriegen ja bestimmt einen Doppelsprung oder so und dann können wir da direkt rein und dann reiten wir direkt zum finalen Extrem-Endboss. Weil ich glaube, nach diesen 4 Endbossen, die es hier in diesen Biotopen gibt, also ich glaube, es gibt 4 Biotope, da gibt es bestimmt noch einen übelsten Endboss, dann Gott. Oder wir sind dann Gott und wir sind dann Endboss. Ja, egal. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wir haben wenigstens noch 14 Ether. Das ist doch gar nicht mal so schlimm. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.